Hallo an alle. Heute wollte ich euch mal mein Altar für Imolk zeigen. Imolk ist ein Jahreskreisfest des Lichtes, das am 1. Februar zelebriert wird. Als festen Fixpunkt in der Regel sagt man bei 15 Grad im Wassermann. Hier seht ihr erstmal meinen Altar. Wie ihr seht, die Farben für Imolk sind grün, weiß und blau. Eben für das neue Licht, für die neue Fruchtbarkeit, die unter der Erde pulsiert. Das Fest ist allen Lichtgöttinnen geweiht und eben ganz besonders der britischen Göttin Brigid oder Breach, wie man es ausspricht. Imolk oder Imolk wird auch häufig als Fest der neugeborenen Lämmer oder allgemein als Fest des Lichtes nach der Dunkelheit benannt. Und hier seht ihr meinen Altar. Ihr seht, ich assoziiere damit auch weiße Pferde. Die werden auch der Göttin Brigid zugeschrieben. Auch Kühe, hier auch Schafe und eben das Dreifaltigkeitssymbol der Göttin. Hier habe ich auf ein Holzbrettchen das Brigid-Kreuz gemalt, was nichts anderes ist als ein Sonnenrad im Grunde. Das gibt es auch dreiarmig, das gibt es vierarmig. Da seht ihr meinen Gott. Hier seht ihr meinen Kerzenständer, den ich für Imolk dekoriert habe mit künstlichen Birkenzweigen, eben als Symbol für die Göttin Brigid. Oder auch Flyer bei meinem Fall. Hier seht ihr einen Holzkelch mit einer Selenitkugel drin. Hier die Göttin, die immer auf meinem Altar steht. Und hier ist noch die Mistel von Jul. Die habe ich eben draufgestellt. Hier ein wunderschönes Stück Holz, das ich an Jul mitgenommen habe. Hier sieht man noch die schöne Maserung. Und hier habt ihr mein Bridget-Kreuz von vor einem Jahr, das habe ich selber geflochten. Das Video habe ich, glaube ich, auch schon reingestellt. Da muss ich nochmal nachprüfen. Das ist eigentlich sehr einfach herzustellen. Man stellt auch jedes Jahr ein neues her und verbrennt das alte dann im Bridget-Feuer. Und das ist jetzt sozusagen mein Altar für Imolk. Ihr seht hier, die Farben sind auch wirklich blau, da das Grüne und Weiß. Den Spiegel habe ich genommen, weil Spiegel für mich mit Licht zu tun haben. Spiegel spiegeln ja auch Lichtreflexe, beziehungsweise jetzt den Kerzenschein. Das hat für mich auch sehr viel mit Licht, mit Helligkeit zu tun. Diese ganzen Tierfiguren habe ich draufgestellt, weil eben das weiße Vieh der Göttin heilig ist und weil es eben die Lämmer zu dieser Zeit geboren werden. Die Kuh habe ich selber dekoriert und draufgestellt, weil sie eben für mich die Urkuh symbolisiert. Also es gibt ja viele Mythologien, wo Kühe praktisch Fruchtbarkeits- und ehrgebietend sind und eben Teil der Erschaffungsmythologie waren. Deswegen ist das hier für mich die Kuh Adumbla, die eben symbolisch für die Erschaffung der Welt steht. So, da hinten in dem Kelch ist eine Chalzedonrose. Die sieht für mich aus wie ein Eismeer, deswegen habe ich die auch noch draufgestellt. Und das war es jetzt erstmal zu Imolk. So sieht mein Altar aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier, ich habe auch ein bisschen Silber dazu genommen und hier die Glocke, weil die Glocke steht für mich für das Wiedererwachen und somit auch für die Rückkehr des Lichtes.